Und los geht's. Also, wir begrüßen jetzt hier halt zur ersten Folge von Prost Mahlzeit. Melanie Arzenhemmer und ich begrüßen Horst Verschetzki, Markus Lavoui, Günter Holzer und Herbert Schmidt. Helmut Schmidt. Jetzt geht's schon los. Es wird nicht geschnitten. Aber das ist wurscht, einmal sagen wir Harald zu mir. Naja, Harald Schmidt, Helmut Schmidt. Genau. Hauptsache ein Promi, oder? Hauptsache Schmidt. Wir haben kein bestimmtes Thema. Und ist der Zuschauer schaut sich seine Perspektive selber an. Der muss jetzt auf dem Monitor oder auf dem Handy drehen. Ah, das kommt das Bild, das geht schon besser. Danke. Und der Zuschauer sucht sich seine Perspektive selber aus. Ja, also, wenn ihr euch selber sehen wollt, müsst ihr euch bloß hier drehen. Wir haben keine Bildmischer. Ja, bestellen wir gleich. Nudeln. Was gibt es welche? Warte, aber wir haben gute Nudeln in der Mittagskarte. Mit verschiedenen. Oder mit. Steinpilzen, Gaudi. Und die hätte gerne was ist das? Steinpilz. Das ist sowieso drin. Nudeln mit Steinpilzen war das irgendwie. Und den Rest habe ich so da. Alles mag ich nicht. Also ich mag Schweinefilet. Steinpilze, super Schweinefilet. In? Gibt es jetzt wieder. Das ist Frau, schauen wir uns aber verraten, ob das ist. Schweinefilet. Mit Gorgonzola-Tee, mit Champignon, oder? Nein. Also Tipp vom Horst, Steinpilze, jetzt suchen. Ja, jetzt suchen. Ja, jetzt suchen. Zeit. Ja. So riesen Oschis kann man gar nicht übersehen. Danke. Danke schön. Danke. Nein, du bleibst da, weil sonst bist du schlecht im Bild. Ach so ist weil das. Weil so. Da ist der Schnitt von den zwei Linsen und da verzögert es dann so die Perspektive. Befreite also du hast einen Platz vom Kissen. Jetzt Matz ab. Also Prost. Ja, das läuft schon längst. Das läuft schon. Ja. Das ist ja lustig. Ich würde jetzt mal sagen, Prost Mahlzeit ist erstmal Prost. Prost. Also ihr seid die Versuchskaninchen? Ja. Das ist schön, ja. Wir überleben es aber. Das hoffe ich, ja. Also das Essen haben wir ja schon bestellt. Also es wird keiner geschlachtet. Bestimmte Themen haben wir eigentlich nicht, obwohl sich natürlich das eine oder andere Thema vielleicht ein bisschen aufdrängt. Zumal, wenn ihr zwar da seid, ihr habt euch ja ziemlich positioniert, jetzt haben wir ja gerade Michael Schmattler noch getroffen, mit euren Fernbleiben vom Christopher Street Day. Ja, das hat mich auch gewundert. Warum? Warst du dort? Warum wundert ihr jetzt so genau. Das zum Beispiel? Das ist eigentlich Fest der Liebe, Fest, ja, Offenheit. Fest der Liebe ist Weihnachten. Das stimmt wieder, da hat jetzt recht. Das ist richtig. Warst du dort? Ich bin auch nicht mitgefahren, aber ich habe viele begrüßt und habe, ja, viele haben mir zugewunken. Zeit haben wir zwar keine verkauft, aber das ist auch mal, geht halt immer so, gell. Und warum wart ihr jetzt nicht dort? Ich meine, ihr seid ja nicht, man könnte euch ja eigentlich dort erwartet haben. Ja, man könnte uns sicherlich erwarten. Aber wir sehen in diesen Veranstaltungen keinen Sinn. Also so wie wir auch gesagt haben, wir wollen Anerkennung im täglichen Leben und nicht am einen Tag verkleidet, Party feiern. Wir leben 365 Tage im Jahr und so leben, wie wir auch sind. Und wir verstellen uns wirklich nicht in dieser Stadt, sondern sagen immer direkt oder benehmen uns auch so. Also unsere ist es für euch mehr, ist das für euch mehr eine Party-Gaudi gewesen und kein nicht so sehr eine politische Veranstaltung oder wie sagt ihr das? Also Party-Gaudi nicht in dem Sinn jetzt, aber man verkleidet sich doch nicht als normaler Mensch, sage ich jetzt, wenn so ein Umzug ist mit Perücken und Pink und Club. Stimmt. Ganz viele sagen zu mir, ich bin selber so ein schriller Vogel, aber ich möchte das ganze Jahr sein. Und ich möchte, wenn ich heute einen Rucko ziehe, und ich gehe durch die Fußgängerzone, dann muss das auch akzeptiert werden und nicht nur an einem Tag, weil es gibt ganz viele Leute, die meinen, das Klischee von den Homosexuellen ist so ausgeflippt und spinnert und. Ich wollte sagen, die meinen wieder
Homosexuelle würde mit einem rosa so Puschel auf dem Kopf rumlaufen. Und das ist ja eine, ganz genau. Ja. Und nur, weil so ein Christopher Streeter ist, meiner ganz viel, mir laufen das ganze Jahr so. Also wird da vielleicht ein Image transportiert, was eigentlich gar nicht, was nicht passt. Aber warum habt ihr jetzt dann den armen Töne so in die Pfanne gehauen? Bloß weil der gesagt hat, er findet es nicht so gut, was ihr gesagt habt. Ja, aber es ist ja auch keine Verpflichtung. Aber es ist ja auch keine Verpflichtung, nicht jeder Konditor und was er will. Der arme Töne. Wenn ich dann in den Schürzen fahre, weil also, Umzug mitgemacht, dann gehe ich da mit. Wenn ich da nicht mitgemacht. Zu bemitleiden, habt ihr geschrieben. Über ihn, bei Facebook. Ja. Irgendjemand hat mir das zukommen lassen, also leider Gott, seinen Blog habe ich bis gestern, muss ich fairerweise sagen, nicht gelesen. Dann freut er sich, dass du jetzt nicht. Aber ich glaube, das wird sie auch nicht ändern. Aber sein Verständnis von Demokratie verstehe ich jetzt gar nicht. Mhm. Tut mir leid, das ist ein amtierender Stadtrat, der vertritt Bürgerinnen und Bürger diesen Stadt, also sprich auch uns zwei. Und solche Äußerung in diese Funktion zu tätigen. Aber was hat er denn gesagt? Unsere Meinung eigentlich nicht zu akzeptieren. Es ist das, was wir ausgesprochen haben, ist nur unsere Meinung dazu. Und zu dieser Meinung stehen wir. Und eine demokratische Gesellschaft oder ein Stadtrat, der noch amtierend ist, sollte diese Meinung akzeptieren. Er hat gesagt, es ist ein Schlag ins Gesicht für die Organisatoren. Das ist aber so sehr überzogen. Und behauptet halt, der CSD habe politisch etwas bewirkt, was ich in dieser Form bezweifle, ob er wirklich so viel politisch bewirkt hat. Aber er hat eigentlich nicht angegriffen, er hat ein bisschen geätzt, Promi-Friseur gestichelt. Auf seine Art und Weise, wie er das ja auch immer macht. Also, aber der Tönchen hat schon jahrelang, bin ich von ihm gesperrt, weil er meine Meinung über Innenstadt und das alles und die verkaufsoffene Sonntage nicht akzeptiert hat und dann hat er mich geblockt. Also echt? Ich bin, ja, ich bin schon jahrelang, damals seine Feierlichkeiten nach dem Stadtratssitzung über verkaufsoffene Sonntage, die nicht durchgegangen sind, habe ich ihn direkt bezeichnet, also als Henker. Als Henker der Innenstadt. Okay. Da stehe ich heute noch dazu, weil... Da stehe ich auch dazu, weil von ihm kam noch nie eine Idee, wie er Innenstadtbelebung sieht. Also dann hätte ich das auch irgendwie anfinden können, aber nur feiern, um diese verkaufsoffene Sonntage gestoppt zu haben, das war mir einfach zu wenig. Wie siehst du denn, wie die verkaufsoffenen Sonntage nächste Woche? Ja, wir haben den Feiertag. Ich habe auch nicht mitgemacht. Ja. Die Aktionen, also von der InCity war das, glaube ich. Gell? Ja, war InCity, glaube ich. Immer im Zusammenhang mit dem Herbstfest. Ja, das geht ja nicht. Ja, klar. Ja, ich finde, es wird immer wieder versucht, also die Innenstadt zu beleben. Also das ist eigentlich schon ein sehr langes Thema. Und die Aktionen sind eigentlich immer die gleichen. Also mir fehlt da schon ein bisschen die Kreativität. Was darfst du da wünschen? Ja, so konkret kann ich das jetzt auch nicht sagen. Aber es ist einfach, es sind eigentlich über das Jahr verteilt, sind diese Kindertage, die ja sehr gut ankommen eigentlich. Also ich weiß es, also in Montag haben wir entkleidet, das kommt alles wunderbar an. Aber ich vermisse da einfach, irgendwie ein besseres Gesamtkonzept. Also für den Staat. Also auch, dass halt die Läden, also die Leute, also besser zusammenhalten, also dass da eine bessere Gemeinsamkeit da war. Wie sieht ihr das mit der Gemeinsamkeit? Gemeinsamkeit im Innenstadt bei Ladenbetreiber kann sicherlich besser werden. Also das muss man fairerweise sagen. Also man kann mehr Kooperation. Man kann schon noch mehr machen. Also ich habe es jetzt selber erlebt, wo ich so schwer krank war. Und wir haben einige von uns, unserem Gewerbe, also von den Friseure, die sind wirklich auf uns zugekommen oder auf Marco und auf Luca bei uns im Geschäft und haben halt eher eine Hilfe angeboten, weil wir halt jetzt generell alle die schwere Zeit durchleben haben müssen. Und da waren wir ganz positiv überrascht, dass dann wirklich einige gekommen sind und hätten selber sogar bei uns mitarbeiten wollen. Aber es ist halt wirklich schön und so jetzt eigentlich das ganze Jahr, also so ein Miteinander. Es ist verkehrt zu erwarten von kleinen Ladenbesitzern,
ohne ein Gesamtkonzept für Innenstadt, was zu bewegen. Was können wir zwei bewegen? Wir stehen allein in der Flur und uns fehlt halt wirklich schon Gesamtrahmen für Innenstadtentwicklung. Mhm. Wie siehst du das mit der Innenstadt? Ja, mit der Innenstadt. Bist du da unterwegs? Ja, ich bin ständig unterwegs. Also da schaut es nicht ganz gut aus. Ja, erstens, es ist ein heikles Thema. In jeder Ecke sitzt ein Bettler. Mhm. Ständig wirst mit einem Zettel vor der Nase, gib mir Geld. Jetzt heißt es nicht mehr, gib mir einen Euro, jetzt heißt es schon, gib mir 2 Euro. Die Leute sagen zu mir, es ist nicht mehr schön in der Stadt, ich will nicht mehr in die Stadt reinkommen. Mhm. Man wird ständig belästigt. Warum wird hier nichts gemacht? An jeder Ecke liegen sie, dann wird mit dem Kopf zittert, dann wird Pfirs links und rechts eingeschlagen, Wunder, wie krank sie wären. Und dann bin ich einen nachgefahren, da fahren sie auf dem Parkplatz, da ziehen sie ein altes Gewand aus, und dann steigen sie ins Auto rein und fahren sie weg. Ich meine, es gibt ja richtige Armut, aber es gibt ja organisiertes Betteln und dann rechnest du die dazu, oder? Also momentan haben wir viel organisiertes Betteln. Mhm. Leute, dann ziehen sich Frauen, junge Frauen, tun sich ganz alt anziehen, mhm, so und das Kopftuch ganz tief ins Gesicht reinzogen. Dann hat sie einen Anruf gekriegt, dann hat sie das iPhone raus, das iPhone hat schnell unter dem Kopftuch versteckt, dass keiner sieht, dass sie ein iPhone hat. Also, das muss sie aufhören. Aber echte Armut haben wir schon auch. Ich meine, der Bruder Martin bedient ja, glaube ich, ganz so die, oder? Ja, Bruder Martin. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Viele nutzen den Bruder Martin auch nur aus. Okay. Da habe ich mit einer geredet, die ist aus Augsburg. Sag ich, und was machst du? Nix. Sag ich, ja, du bist ja jung, wirst das normal in der Arbeit sein. Ja, nee, ich krieg Hartz IV, jetzt gehe ich zum Bruder Martin hoch und tue Essen da oben, da spare ich mir das Essen auch noch. Sag ich, ja, Leute, das geht aber nicht, das finde ich nicht richtig. Was, der junge Frau kannst du in der Arbeit gehen? Nee, wäre ich blöd, kriege ich einen Haufen Geld vom Amt. Ja, aber der Bruder Martin, also nehme ich ihn jetzt in Schutz. Ihr seid ja auch in Schutz. Mit Aktionen dabei, ne? Mit Aktionen, wir haben über 4 Jahre alle seine Schützlinge Haare geschnitten und alles. Wir machen das schon, also was die alle bewerben, also großartig für arme Schneiden, tun wir das nicht, sondern wir haben das immer 4 Jahre lang. Das haben junge Leiter beide, wo wegen Drogen, Alkoholismus wieder Eingliederung finden müssen. Preis bitte. Ich bin heute der Meinung, dass man Bruder Martin ausnutzt. Das ist meine Meinung. Ja, aber man darf nicht auf Einzelfälle Organisation schlecht machen. Ja, das mache ich nicht. Ja, aber kannst du raus. Also, guten Appetit. Also, und der Bruder Martin tut sicherlich so ein... Den brauchen wir jetzt, glaube ich. Wir verzichten heute. Aber ich glaube, wir schauen drüber weg. So ein Großstadt braucht auch solche Organisationen. Ja, ja, in jedem Großstadt wird auch Armut geben. Ja. Das gibt es in jeder Stadt. Ich war gestern in Minger beim Arzt und dann hocken die in der Früh um 8 Uhr hocken die Bettler da umeinander und das ist nicht bei Regen und das ist nicht schlafen unter dem Also wenn wir jetzt bei Thema Innenstadt bleiben, ich glaube nicht, dass das nehmen, die Bettler... Wir essen nehmen, weil wir dürfen mit vollem Mund reden. Genau. Also, guten Appetit erstmal. Aber kann ich noch mal was zu der Innenstadt sagen, zu den Aktionen? Ja. Also was ich damals ganz gut gefunden habe, da hat es einmal, weil ich bin also ein optischer Mensch, also ich mache halt auch was Schönes anschauen, einmal ein schönes Schaufenster anschauen oder so. Dankeschön. Und das sieht man in der Innenstadt sehr gut. Schöne Schaufenster? Ja, da gibt es auch diese klassischen Dekorationen, gibt es einfach nicht mehr. Also da wird einfach Schaufenster irgendwo zugelatscht mit irgendwelchen Aufklebern. Aber da hat es doch mal eine Aktion gegeben mit Kunst. Da waren so Vitrinen und in jedes Geschäft hat es eine Vitrine gehabt mit so einem Guckloch, also wo praktisch dann ein Kunstwerk drin war. Danke dir. Also entweder Gemälde oder sonst irgendwas. Danke. Also das war eine Aktion, also die mir ganz gut gefallen hat. Aber sind denn die Innenstadt durch den Handel überhaupt noch zu retten? Weil es gibt ja das gleiche Problem überall, ne? Ja. Die Dienstleistung kann es retten, oder? Ja, nein, also ich glaube Handel auch. Gut, man sagt also, dieses Problem mit Handel in Innenstädten ist überall, ja. Aber bei Ingolstadt ist sehr, sehr kritische Situation mit den Händlern. Mhm. Und diese Stadt mit diesen Kaufkraft
kannte, also eigentlich noch immer funktionieren oder sollte als letzte Stadt die Probleme bekommen, was der Handel anbelangt. Wo zieht es die Leute hin? Also eure Erfahrung nach eher nach München? Fahren die dann? Na, Village. Ins Village. Ah, okay. Village. Okay. Also wir haben auch mehrere Leute, die im Village jahrelang arbeiten und alles. Das sind richtige Stammkunden in Ingolstadt da geworden. Und das ist schön. Mit Recht. Ja, ja. Also man muss fairerweise sagen, man kann gegen Village gar nichts sagen. Und der Westpark? Ein Shoppingcenter in Stadt dieser Größe muss geben. Aber ich fahre natürlich auch ganz früh nach München. Ich meine, ist ja klar, da gibt es ja auch die Läden dann, wo halt das Publikum... Wenn man so Handelszeitschriften liest, der Trend sehr langsam, aber es geht wieder in Innenstädten zum Einkaufen. Aber dafür fehlt uns also einfach eine vernünftige Händlerdecke, also eine attraktive Innenstadt. Ja. Also ein Low-Cost, Low-Budget-Laden ist wahrscheinlich nicht das, was ihr euch jetzt wünscht. Breimark, zieht der Breimark? Der zieht. Also Breimark hat sicherlich... Frequenzsteigerung gebracht. Also, da braucht man gar nicht reden. Also, aber da muss wesentlich mehr. Also jetzt reden wir von TK Maxx, der kommt. Also wir brauchen etwas hochwertiger. Diese gesunde Mix. Nicht nur Low Budget, die ganz billig. Nicht nur billig. Das muss halt eine gute Mischung. Eine gute Mischung. Ja, genau. Her eigentlich. Wir sperren halt immer wieder zu viel zu. Ja, und die Lücken sind dann ein Problem. Ja. Du hast irgendwo einen Laden, der funktioniert oder der die Leute sieht und daneben ist leer. Einfach eine Lücke, leer. Du hast klare Fenster, folgewollte Aufkleber drauf und dann bis du halt zum nächsten Laden kommst. Ja, aber das sind nicht auch die Mietpreise in Ingolstadt. Ja. Weil wenn ich schon riesige Ketten zumache, wie soll ich dann das so ein kleiner Pamperlohn, den wir haben, überleben? Sind die zu hoch? Ja, definitiv. Was meint ihr, was sei für eine Ladenmiete in der Ludwigstraße tragbar oder an der Milchstraße zum Vergleich? Ich möchte das jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber man muss also einfach diese Frequenzzahlen nehmen, die da sind, und dementsprechend berechnen. Also wenn man es jetzt prozentual sieht, dass die viele auch Großen ausziehen, wie jetzt Esprit oder damals S. Oliver mit dieser horrende Miete in Ludwigstraße. Diese Mieten sind nicht mehr zu erzielen bei dieser Frequenz. Wenn sogar McDonald's rausgeht, was ein Verwundert, der ja wirklich und ein und Earl und alles. Das ist immer so ein wahnsinniges Spiel. Ja. Wenn die Frequenz stimmt, dann ist keine Miete teuer. Aber dieses Problem mit Frequenz haben wir. Und das ist nicht mehr zu ändern, nicht wegzudenken. Ja. Und die Baustelle war jetzt wahrscheinlich auch nicht hilfreich, oder? Genau, aber Gott sei Dank, es wird... Tut sich was. Gefällt euch eigentlich die neu gestaltete Ludwigstraße, der Belag? Ich bin jetzt nicht so begeistert, also muss ich sagen. Dafür, dass es so lange diskutiert worden ist. Ja, dafür schaut schon wieder ganz schön verschifft aus. Er schaut irgendwie aus, als wäre er nicht gescheit gereinigt. Ja, als wäre er ein Grauschleier. Also mir gefällt es nicht. Also das ist gut. Man muss wirklich abwarten. Wenn es dann mal komplett fertig ist. Und das alles. Also ich habe schon damals gesagt, sicherlich ist diese Renovierung notwendig gewesen. Und dass in die Mitte was reinkommt. Aber haben Sie sich in München in Kaufingerstraße irgendwo Belag angeschaut? Nein, weil Sie sind von Laden zu Laden gelaufen. Es ist einfach voll. Ja. Aber bei München ist Oktoberfest. Wir haben demnächst Herbstfest. Geht's hier hin und geht's hier in Tracht? Also wenn wir seine Veranstaltungen besuchen, natürlich immer in Tracht, weil wir leben in Bayern und wir mögen das eigentlich ganz Tracht. Gern. Und was ist in Tracht? Wir haben einen Tracht geheiratet Ja, es war richtig gesehen. Jetzt aber zum Thema Tracht. Hinterschlucken. Ja, es ist ja dann in dem Sinn keine Tracht, sondern ein bayerisches Gewand. Weil Lederhosen und Janker und Trachtenhut.
Weil der Drachenverband würde ich jetzt sagen, ja, das ist keine Tracht, sondern das genau, ist Drachenverband. Also da kommt jetzt. Da müsste ich ja die Ingolstädter der Tracht tragen. Ja, die Meilinger Tracht zum Beispiel. Genau, die ja Dauer Tracht oder was der Teufel genau, was uns gibt, Mirsbach und alles. Ja, ja, genau. Zum Ort passend. Also wir ziehen halt eine Trachtengewand. Genau. Das ist ja nichts verkehrt. Wir gehen ja nicht alle Jahre auf die Wiesen, wir gehen ja alle zwei Jahre, haben wir eigentlich. Ja. Geplant, aber jetzt schauen wir mal, geht's was passiert. Geht's ja so, noch ein ja, also, wir waren ein paar Mal eingeladen, aber nein, wir arbeiten halt von der Früh bis auf Nacht und dann müssen wir eher zuspielen, eher aufhören und dann fährst du halt dahin, dann fährst du heim, weil dann trinkst du auch was und irgendwie ist das alles immer mit dem Aufwand, weil du musst ja am nächsten Tag wieder aufstehen und kannst nicht liegen bleiben bis Mittag, bis der Zona irgendwo reinscheint, gell? Und von daher, da gibt es ja jetzt auch schon Lederhosen, das ist eigentlich nur bedruckte Shirts oder Im Plastik, in der Stoff irgendwie. Das ist immer so ein Wuchs so in meinem Alter. Das ist schon ausgeschaut. Das ist ja gerade die ganze Welt so als Verkleidung, die so dummer für die Minge. Kurzhosen mit so aufgedruckten. Ja, manche haben Badehosen mit aufgedruckter Lederhose. Ja, das stimmt. Mit einem Latz. Ja, weil es hat dann auch entsprechend ausgeschaut. Kinder tragst du Tracht? Nein. Ja, dann schon dran, wenn ich eine hätte. Und dann hat es dran? Dann ist es dran, ja. Das heißt, wenn man die Lederhosen besorgt, dann tragst du es. Ja, Freude. Schauen wir mal. Ja, das wir das werden wir schauen, ob wir die nicht zusammenbringen. Was hast du für eine Größe? 54, 56. Ja. Ein 54, die darfst du schon knackig sein. 54, würde ich sagen, da gibst du ein bisschen an. Die darfst du schon knackig sein, die 54. Die werden von selber weiter. Ja, eben. Okay. Die muss ich ja an den Menschen anpassen, genau. Oder? Die Lederhosen mit durch der die Zeit. Die Körperwehr, mit denen sitzt Leder. Ja, es ist ja so. Ordentliches Bier als drüber. Als Bayer soll man sich dem schon ein bisschen verpflichtet fühlen, da die Song der Tracht. Also ich mag schon gern Tracht. Ich mag es auch. Also ja, Tracht ist was Schönes. Wenn ich selber so sicher auf der Straße gehe, dann sage ich, hey, schaut gut aus. Aber das ist jetzt auch totaler Trend, wenn man die jungen Leute anschaut oder was, Badl mag die. Ja, da bin ich alle in Tracht. Also, aber irgendwie denke ich mir, unter dem Jahr ist schon, weil das so wenig dran ja, und bloß weil dann sehr viele Veranstaltungen sind, dann denke ich mir, okay, wir leben in Bayern, aber. Ich darf es ja nachher auch so. Aber wir tragen es auch dann einfach zu wenig irgendwie. Aber irgendwie denke ich mir dann manchmal schon eigentlich. Aber in die 50er Jahre ist auf dem Oktoberfest in München kein Mensch mit Tracht gegangen. Das ist eine Modeerscheinung, Wahnsinn. Die erst viel später gekommen ist. Auch das Anzapfen von der Wim, aber dann in die 50er, das ist erst viel später gekommen. Ja. Wobei ich sagen muss, das Anzapfen, also die Anzahl der Schläge beim Anzapfen eines fasses Bier ist ja heute fast wichtiger als die politische Aussage. Aber das haben wir bei der Politik. Ist einer von euch politisch engagiert? Nein. Keine Partei? Nein. Ja, ich bin schon. Du? Wo bist du? Muss ich das sagen? Nein. Ich bin bei der CSU. Jetzt ja, das kann man zugeben. Es passiert nichts. Nein, da passiert nichts. Da wird der Kopf nicht dran geschnitten. Ist nicht mehr erlaubt, oder? Das ist, ja. Wir sind ja tolerant. Aber da kommen wir sich aus Überzeugung. Ja, nicht aus Überredung. Kommst du? Wir heißen nicht Töne. Aus Überzeugung. Ich halte auch von unserem Oberbürgermeister sehr viel. Ich mag ihn recht gern. Und ich muss auch dazu sagen, dieser Mann, seitdem ich in Ingolstadt Biss verkaufe, kauft mir jeden Monat eine Zeitung. Gut. Chapeau. Also muss man sagen, dieser Mann. Dagegen andere, da habe ich auch schon gesagt, du musst dein Zeh von deiner Partei wegradieren, sage ich, weil christlich schaut anders aus. Ist auch schon passiert, habe ich auch schon gesagt. Okay. Ja, ist ja so. Ich sage, wer das mal denkt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich stehe mit dem Rücken zu Wort. Also ich sage schon, was ich will und was ich mir denke und was auch sein muss. Aber man braucht schon auch, man muss schon hart gesotten sein, oder? Beim Verkauf. Also man muss sich wahrscheinlich auch oft blöd anreden lassen. Sehr blöd. Ja, glaube ich. Sehr blöd. Dass die Leute da heftig reagieren. Da heißt es, ja, du kannst ja gehen. Ich hab dir das letzte Mal gesehen. Wieso fährst du jetzt mit dem E-Scooter? Sag ich, hallo, ich kann noch gehen, aber nicht mehr weit, das ist das Problem. Aber ich sage auch dazu, wenn es du tragst, dann brauche ich gar nicht mehr gehen. Ja, da bist du nicht auf den Mund gefallen. Ja, aber was soll ich denn da drauf sagen, Leute? Ja, ja. Wenn die Knie nicht mehr wollen, wenn die Füße nicht mehr wollen. Ich kann gehen, aber nicht mehr weit. Ich bin 14, 16 Kilometer am Tag gegangen mit meinem Rollator. Ja, Wahnsinn. Das bin ich gegangen. Ich habe einen Schrittzähler gehabt, Leute.
Aber es geht jetzt nicht mehr. Irgendwann geht es halt nicht mehr. Ich werde auch schon 68, Herrgott Sakrament. Das ist halt so. Ja. 52 Jahre. Ja. Weißt du, und ich muss immer wieder dazu sagen, Leute, ich nehme nichts vom Staat. Kann jeder nachprüfen, ich verdiene meine Miete mit meiner Zeitung. 430 Euro im Monat zahle ich Miete plus 40 Euro Strom, das verdiene ich mit meiner Zeitung. Und jetzt soll man, der, wo mitreden will, der soll das erst einmal nachmachen. Und wie viele musst du verkaufen? 500 Minimum. Okay, oh, das ist ordentlich. Das ist Minimum. Das habe ich aber dann noch nicht gelebt. Ja. Da habe ich noch nicht gelebt. Das ist schon. Also gute 500 muss ich verkaufen, dass ich überhaupt existieren kann. Ja. Und da bin ich dankbar meinen Kunden, die Omas abkaufen. Da bin ich schon dankbar, nein, muss ich schon sagen. Also bin ich ihnen dankbar. Das sind ein Rentner dabei, die kommen mit dem Rollator her und sagen, mei du, den Monat kann ich dir keine abkaufen, weil das Geld ein bisschen knapp ist. Sag ich, dann kriegst du es den Monat geschenkt. So bin ich auch. Schön, schön, ja. Also muss man auch auf die schauen. Nächsten Monat kauft er halt wieder eine ab, ja. Gibt einmal 3 Euro statt 2,20 Euro. Und dann passt es wieder. Dann passt es wieder. Ja. Ich habe mir gestern eine Brezen gekauft unten am Hauptbahnhof. Und nachher ist eine zu der Verkäuferin hin und hat gesagt, könnten Sie mir 40 Pfennig schenken? Dann hat sie gesagt, 40 Cent. Dann hat die andere gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Aber ich schenke einen Makler. Also 1 Euro. Respekt. Respekt. Die hat sich so gefreut, die war so dankbar. Es war eine ältere Frau, das ist ein Wahnsinn, gell? Ja, Leute, das haben wir auch. Das haben wir auch. Und nur diese Leute haben halt nicht die Möglichkeit, wie ich das überbissen. Ja. Einer Brotverdiener. Ja. Die haben gar keine Möglichkeit, außer Flaschen sammeln. Ja, die gehen dann zur Tafel, holen sich da. Habe ich auch schon ein paar. Ja. Und so viel Flaschen geschenkt. Aber wir haben gedacht, wenn wir ältere Menschen sehen, die im Mülleimer die Flaschen sammeln. Dann laufe ich nachher, soll warten, schnell bringen und sage, nicht weg. Ja, ich gehe schnell in die Kirche und dann komme ich. Und dann gebe ich ihm den Zug, dann läuft er sehr viel rauf in die Haderstraße und hat Tränen in die Augen. Ja. Also denke, man kann hier, auch was Gutes tun. Das gibt's also, doch nicht. Auch so nebenbei, das tut nicht weh, wir sind pro, also weil jeder von uns, manchmal schmeißt man auch diese Flaschen. Einfach weg, weil man Zeit so faul ist oder faul ist. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Und die Leute freuen sich, das ist gut so. Finanziell, ich meine, du bist etabliert, aber wie geht es eigentlich generell den Künstlern in Ingolstadt? Du bist ja, gehörst ja zum Establishment, wenn ich so sagen darf, aber gibt es da welche, die schwer zu kämpfen haben? Ja gut, ich bin in der glücklichen Lage, also ich bin schon mein ganzes Berufsleben lang Grafiker eigentlich. Ja. Und da ist die Malerei, also das hat sich einfach ergeben. Und jetzt habe ich halt beides. Aber richtig von der Kunst leben, also das ist schon schwierig. Also denke ich mal. Ich glaube. Also ich kenne viele Kollegen, also man kennt sie untereinander, also das ist überhaupt kein Thema, man steht oft gemeinsam aus, aber da gibt es schon die verschiedensten Situationen. Also viele sind halt dann auch organisiert, also beim Berufsverband bildender Künstler und so weiter. Also ein Künstler, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ein Künstler ist zur Lebzeit ein armes Schwein, erst wenn er nicht mehr auf der Welt ist, dann wird er berühmt und dann rollt er rüber. Aber warum kann das nicht vorher sein? Also ihn schneiden wir jetzt auch nicht so aber schon ab. Aber das ist ja eigentlich dann ähnlich wie beim Einzelhandel. Wie beim Einzelhandel, wir hätten ja die Kaufkraft, so ist es ja nicht. Also könnten ja auch Menschen, die hier wohnen, sehr gut verdienen, auch regionale Kunst kaufen und jetzt vielleicht nicht in München in die große Schickimicki-Galerie gehen. Ja, also das ist auch so, sagen wir, wenn man wirklich die Künstler, wenn man meinetwegen, es gibt viele, die haben einen Galeristen, die sind sehr gut organisiert, die rechtzeitig anfangen und das ernsthaft nach außen bringen. Ja, und das ist auch so ein bisschen, wie man sich das selber organisiert. Wo wird in Ingolstadt, wie wird Kunst abgesetzt in Ingolstadt? Auf Ausstellungen oder bei Verkäufen aus dem Atelier raus? Oder? Ja, einfach auf Ausstellungen. Ausstellungen. Also hauptsächlich. Was sind die lukrativsten in Ingolstadt, wo man sagt, da rentiert sich, dass man hingeht? Danke dir. Ja gut, da gibt es verschiedene. Weihnachtsausstellungen oder? Ja, gibt es im Kreuzer zum Beispiel, also da weiß ich sehr gut Bescheid, weil da auch ein bisschen mitmacht. Gibt es durchgehend Ausstellungen, also hauptsächlich von regionalen Künstlern. Oder im Wo,
Das wird auch organisiert. Also da gibt es auch permanent Ausstellungen, auch hauptsächlich regionale. Also ganz spannende Geschichten. Und der Berufsverband, also in der Harderpastei, also die stehen auch permanent aus. Also die, ja, und ab und zu werden halt auch von, ja, also praktisch so Aufträge vergeben an Künstler. Mhm. Also, aber das ist meistens dann öffentlichen Bau. Ja, aber da ist eigentlich das dann mehr an die Gerichte, die irgendwo bei einem Verband organisiert sind und wirklich Berufskünstler sind. Da hat man ja auch manchmal den Verdacht, das sind immer die gleichen, oder? Ja, gut, die sind halt da organisiert und das hat auch durchaus die Berechtigung, das ist ganz klar. Aber es gibt auch viele, die praktisch, oder ich will nicht sagen Hobbykünstler, weil es wird jetzt ein bisschen ab. Ja, ja. Aber die einfach einen Beruf nachgehen und zu leben. Genau. Und ja, Kunst zu sehen. Genau. Ja, genau. Danke sehr. Ein Kaffee bitte. Was magst du da? Espresso bitte. Auch ein Espresso? 1, 2, 3, 4 Espresso, ein Kaffee und ein Cappuccino. Ja. Ja, danke. Aber das ist natürlich eine Luxussituation, wenn man wirklich, wenn man sich von dem Ganzen befreien kann, wenn man wirklich nur seine Kunst machen kann. Genau, ja. Genau. Ja. Wenn man keinen Druck hat. Genau. Mhm. Weil wenn du so einen Druck hast, ja, ich muss jetzt irgendwas verkaufen, dann bringst du auch nichts zusammen. Mhm. Ja, ist irgendwie mit Gewalt, gell. Oder, ja. Weißt du, was jetzt vielleicht der Trend ist oder was, aber du machst nicht dein Ding. Genau. Man soll ja sein eigenes... Ja, das muss von selber kennen, genau, wahrscheinlich. Ja. Ja, und die Situation, sag ich ja, ich habe halt Glück, dass ich das so mache, dass ich wirklich das machen kann, was mir gefällt. Genau. Respekt. Ja, das ist schön. Wenn ich was finde, dann ist es okay. Wenn ja, nicht, dann ist mein Leben und mein... Ja. Wie ist Ich nehme Weißwein mit. Wie ist das bei euch, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte die Haare, weil wir gestern das Thema hatten, ja. Eine Frau sagt, ich war bisher bei einem Friseur und ich wollte die Haare stufig geschnitten, hat sie stufig gesagt. Und dann hat die gesagt... Und die Friseuse hat sich geweigert und gesagt, das hat man jetzt nicht mehr so, das machen wir nicht. Wie ist das bei euch? wir gehen schon auf die Kundenwünsche. Nee, also wir machen schon... Der Gast ist König. Ja, okay, also okay, man kann eine Empfehlung geben, genau, was aktuell ist, oder genau. Was steht, aber der Kunde... Aber es muss halt auch zum Typ passen. Ich meine, wenn die... Ich kann jetzt nicht sagen, das mache ich dann nicht, dann geht es halt woanders. Das war halt das letzte Mal, wo sie da war, wahrscheinlich. Ich meine, das muss ja beidseitig funktionieren. Kannst du bei uns Vieri hier mal, mit, lassen wir mal außen vor, Verbesserungsvorschläge machen, was wir ändern sollten? Man kann immer was ändern. Wenn man bereit ist, ist alles eine Kopfsache. Das spielt sich alles im Kopf ab. Wenn da oben Klick macht, dann ist man für ganz viel bereit. Aber kommen denn Leute, also ich kann mir vorstellen, die haben vielleicht ein Foto von irgendeinem Promi dabei, ja, und sagen, ich möchte jetzt ehrlich, genau die Frisur haben von Gerard Butler, ja, oder was weiß ich, von Jennifer Aniston. Ich sage dann immer, wollen sie die Frisur oder das Gesicht haben? Und das Gesicht ist dann noch retuschiert. Und Photoshop dazu, genau. Aber das kommt schon vor, oder? Dass ja, sie das sagen, sie haben jetzt, ja, also ja, sie wollen es genauso haben. Das käme ganz viel mit Fotos. Aber das ist für uns auch gut, weil dann haben wir auch ein bisschen einen Anhaltspunkt. Oder auch Medien jetzt wahrscheinlich aber eher. Aber dementsprechend muss halt trotzdem typgerecht sein. Ich meine, ich kann nicht mit blau-schwarzen Haaren anlaufen, wenn ich kein Weiß bin oder was auch immer. Ich habe ein bestimmtes Alter, ich habe einen Beruf. Wie style mich, laufe ich die ganze Woche so rum, kann ich mir das erlauben, darf ich das, habe ich Kinder, Zeitaufwand und. Also die zwei sind schlüssig, da das war. Es hängen... Das gleiche Konzept. Genau. Aber wirklich. Naja, sie sind ja auch gleich alt, haben erfahren. Das ist vielleicht die Altersklasse. Ja, genau. Was denken eigentlich Leute, wo sie blaue Haare färben lassen? Was sind die Dinger? Ja, und so das wissen wir nicht. Es gibt alle Farben. Also da denken wir oft, das gibt es nicht. Ach, mir wäre das jetzt, also, wenn einer jetzt quietschgrün werden will, dann soll er es machen. Genau. Die Frage, also, das haben wir doch am Samstag erlebt, oder? Wir lassen also, jeden so sehen, wie er mag, und jeder, der wo zahlt, schafft oben, hat schon Arbeit geheißen. Und wir haben gegen niemand Vorurteile. Wir haben eine Kundin, die ist tätowiert von oben bis unten, ist eine total ausgeflippte, ist eine Psychologin, eine ganz sympathische junge Frau. Nein,
die kennst du nicht. Nein, nein, die kommen nicht aus, die kommen nicht aus Ingolstadt. Achso, ja, natürlich. Also seine genau Kunden fahren. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich über das Gleiche. Achso, ja, also wollte ich heute jetzt gesehen. Und ich war im Sommer schon da mit einem Spaghetti-Träger toppen, da denke ich mir, okay. Okay, das geht so weiter. Ja, woanders macht man ja Frisuren. Er hat blühende Fantasie. Ja, ja, ja. Aber wirklich, in unserem Beruf brauchst du Fantasie. Ja, das ist schon mal passiert, dass ich dann nachher nach ein paar Richtungen aufgestanden ist und gesagt hat, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Nietzsche oder Schier? Nietzsche. Schmerzensgeld, sowas haben wir noch nicht gehabt. Nein, nicht mehr. Also mir ist passiert, bin ich zum Friseur gegangen, habe gesagt, du, hinten Fasson, habe ich gesagt, aber nicht so kurz. Ja, 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 habe ich wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Schalt die Maschine ein, setz hinten an und fahr von hinten nach vorne. Irgendwann trifft der Schlag. Also man wird es nicht glauben, aber ich habe auch einen Sohn und ich war auch verheiratet und da, jetzt hat mich das erinnert, habe ich, meine Frau habe ich gesagt, ich brauche einen neuen Friseur. Sie hat mir bei ihrem Friseur Termin ausgemacht. Und ich kam da rein und erkläre ich ihm lang und breit, was ich will. Und dann schneidet er so, entweder er hat mich nicht verstanden, oder, aber das ist jetzt nicht das. Leider, das war nicht die Entscheidung von Friseur, sondern meine Frau hat dann geschafft, wie ich das so aussehen habe. Aber ich habe vielleicht umgeschaut. Ja. Hat dann immer anders kennengelernt. So geht es auch. Das ist aber eine harte Erfahrung. Aber Gerger hat mir bezahlt. Aber wir beide haben halt, wir haben die Macht, wir können innerhalb von 5 Minuten das Selbstbewusstsein für ein halbes Jahr zerstören. Ja, ja, das ist wahr. Absolut. Das ist wahr. Man muss sich dessen bewusst sein, wenn man eben zum Friseur geht. Ja, aber wirklich. Dass das Leben von einem in der Hand hat. Ja, ja. Für ein paar Stunden schon. Ich habe heute in der Abendzeitung so einen Comic gelesen, da sagt einer, er möchte eine Nassfrisur und er sagt, ja, da haben wir einen Spezialisten, da kommt so ein ganz kleiner mit einem Rasiermesser und dann sagt er, wieso der? Ja, der ist noch nicht strafmündig. Ah. Den kann man nichts sagen. Ah, lustig. So. Das ist schön. Ja, ja. Man macht sich keine Gedanken, welche Macht so ein Friseur eigentlich hat. Das stimmt. Wir sind jetzt beim Espresso angelangt. Ganz schön mächtig. Und jetzt würde ich sagen, nachdem wir bestimmt aber Sachen unterhalten wollen, die nicht alle wissen sollen, Schalten wir jetzt die Kameras ab. Offiziell. Also vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir werden uns bestimmt mal wieder treffen. Okay, Dankeschön. Ja. Danke. Ich bedanke mich. Schauen wir da aus. Bingo, das war lustig. Kling. Ja.